So, meine Freunde, es geht weiter mit einer neuen Folge von The Battle Cats. Jetzt schauen wir uns mal an, wo wir gelandet sind. An der letzten Folge waren wir in Kolumbien und Jamaika haben wir echt zerfetzt. Und jetzt gucken wir mal, was die Brasilianer können mit ihren Sambo, Sambo, Samba, Samba und keine Ahnung was. Fußball werden die jetzt wahrscheinlich nicht spielen hier auf dem Feld. Ah, da sind sie schon. Das ist sehr, sehr kurz. Also da müssen wir, wow, da müssen wir viel leisten. Oh, das wird hart. Das wird sehr, sehr hart. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir das so schaffen auf Anhieb. Würde mich wundern. Diese kurzen Sachen sind immer sehr schwer. Man kann da nicht so viele Gegner aufbauen. Und ist dementsprechend natürlich auch ein bisschen schwerer. So, ich hoffe, das Cash läuft mal ein bisschen schneller, ja. Weil das ist sehr, sehr wichtig, dass das Cash jetzt mal ein bisschen flotter läuft. Ich lasse mal die Kuh vor. Ich weiß nicht, ob die was bringt. Aber ich hoffe. Ich hoffe, die bringt uns was. Da kommt nämlich schon der Affe. Der Affe ist... Oh, zwei Affen sogar. Wow, ein Schmetterling. Yo, leck mich doch am Arsch, Alter. Leck mich doch quer, ey. Leck mich quer, wirklich, Leute. Was wollen die sich noch einfallen lassen? Ein fetter Schmetterling, ey. Nee, 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 nee. Das kann ich doch nicht... Das kann doch nicht klappen, Leute. Jetzt haben wir eh kein Cash mehr. Oh mein Gott. Und da kommen noch irgendwelche Eichhörnchen. Ja, nee, ist klar, Leute. Ist klar, sonst noch was, sonst noch was. Die kommen uns zu nah jetzt. So, box die weg mit dem Bein. Box die weg, box die weg, box die weg. Ich würde gerne nochmal schießen. Aber ich glaube, das wird sehr schwer jetzt zu schießen. Weil die uns jetzt ziemlich nah auf der Pelle sind. Ah, wir müssen jetzt irgendwie schießen. Wir müssen jetzt irgendwie den Schmetterling zurückbauen, ey. So. Schießen wir mal. Schmetterling lebt noch, okay. Aber jetzt können alle auf den Schmetterling draufballern. Oh, komm schon, bitte, 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 bitte. Halt den zurück, haltet den zurück. Alter, wie viel Leben hat der? Der ist tot. Na, wir voll, ey, unglaublich. Oh, guckt euch mal die süßen kleinen Eichhörnchen an. Was die für Zähne haben, das gibt's ja gar nicht. Was sind das denn für Eichhörnchen? Voll die Mutanten, ey. Die sind irgendwie durch irgendeine Strahlung verstrahlt worden. Weil das sind keine Eichhörnchen. So stelle ich mir keine süßen Eichhörnchen vor. Aber die haben auf jeden Fall wieder 20.000 Leben, wie in der letzten Folge, die letzten paar Level. Das ist schon mal gut. Da müssen wir uns nicht auf irgendwas einstellen. Und ich würde gerne nochmal Titan Cat bringen. Na, die können wir uns gar nicht sammeln, fällt mir gerade auf, weil wir gar nicht so genug Cash haben. So, jetzt haben wir die aber. Können wir nochmal schießen und das war it. Wow. Ich habe nicht erwartet, dass wir das so leicht schaffen. Ah, ist das schön, ist das schön. So. Dann nochmal die Kuh upgraden. Oh, ich bin gespannt, ey. Noch ein Level, dann haben wir sie. Das heißt, wir müssen noch ein Level bestehen. Dann können wir die Kuh auf jeden Fall upgraden. Und wir sind in Argentinien. Solange Lionel Messi nicht genug kommt. You not enough cat energy. Use 30 for full recovery. Cat energy. Ach so, oder wir warten 149 Minuten. Nee, das wollen wir nicht machen. Attackieren wir mal. Ich habe die jetzt aufgefüllt. Ach, das zieht immer mehr ab, Energie. Also, das heißt, wir können... Oh, das ist... Oha, Maradona, ich gehe kaputt. Ich gehe kaputt. Nur also lasse ich euch immer raten, aber jetzt habe ich es aus Versehen ausgesprochen. Ah, tut mir leid. Wäre natürlich auch wieder lustig geworden, um euch mal nochmal eine Chance zu geben, das zu erraten. So. Okay, gucken wir jetzt mal. Braveheart Cut. Cut. Cat natürlich. So, dann gucken wir mal, was wir irgendwie hinkriegen. Zum Glück haben wir hier ein bisschen mehr Platz, ey, uns um zu bewegen, ey. Das alles andere ist ja auch nicht auszuhalten. So. Gucken wir mal, dass wir jetzt hier ein bisschen schon mal draufhauen. Zack. 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 Oh, ich werde noch kein Cash investieren, beziehungsweise ich werde noch nicht schießen. Ich befürchte, dass da wieder so richtig fette, ekelhafte Gegner rauskommen. Und dann brauchen wir das. Dann brauchen wir das, Leute. Das Schießen brauchen wir das unbedingt. Und da kommen sie ja schon. Habe ich ja gesagt. Habe ich ja gesagt. Ich habe es euch gesagt. Da kommen nochmal endlich ekelhafte Gegner raus. Und da kommen sogar zwei Affen raus. Ich habe das Gefühl, manche Gegner machen die Affen einfach platt. Passiert gar nichts. Die fliegen einfach in den Himmel. Nur die Langhalskatzen, glaube ich, halten da durch. Bin mir allerdings ganz sicher. Oh Mann, ey. Das wird nicht einfach. Es sind drei fette Affen und dann noch eine fette Robbe. Oh, wie soll man das bestehen, Leute? Da frage ich mich echt, wie soll das funktionieren? Das kann doch gar nicht gehen. Jetzt ganz ehrlich, wie soll das gehen?
die laufen und die machen uns platt. Da haben wir gar keine Chance. Jetzt können wir zwar schießen gleich, aber das bringt doch nichts. Oh, ein Affe ist wenigstens weg, ey. Das ist gut, ey, das ist gut. Oh Mann, vielleicht schaffen wir es ja doch. Ich weiß es nicht. Der Schuss hat uns ein bisschen so... ein bisschen Luft verschafft. Mann, 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 das war auch bitter nötig. Dass wir ein bisschen Luft da haben, ey. So, die Kuh nochmal. Zack. Wow, die Dame, die ist echt gut. Die sieht jetzt so aus, als ob die Beine hat. Aber dabei sind es gar nicht ihre Beine. Aber könnten theoretischerweise, wenn man überlegt, könnten das ihre Beine sein? Die haben das einfach in zwei... Die haben das einfach zwei geteilt. Ja, das könnte gut hinkommen. Dass sie einfach daraus zwei Figuren gemacht haben. Wow, das ballert gerade richtig, ey. Das sage ich euch. Das sage ich euch. Dann schießen wir die mal weg, die ganzen bösen Pinguine. Oh, das hat gut getan, aber... War nur nicht so ganz überzeugend. Ich hoffe, das Ding lädt sich ein bisschen schneller auf. So. Wir haben es geschafft. Ich habe gar nicht darauf geachtet. Ich habe nur geguckt, dass wir ja überall unten rumklicken. Ah, geil. Jetzt kann ich die Kuh upgraden. Oh mein Gott, das wird richtig heftig. Jetzt bin ich mal gespannt, was das für eine Mutantenkuh wird. So. Giraffe Cat. Okay, von einer Kuh zu einer Giraffe. Das ist richtig, richtig complicated und strange. Okay, wir gehen von Südamerika wieder nach unten. Also von Argentinien wieder nach oben. Machu Picchu. Was auch immer das ist. Ist da nicht Chile an der Seite? Machu Picchu? Puh, was soll das sein? Machu Picchu. Gucken wir mal. Aha, okay. Das kenne ich auch. Aus dem Fernsehen jedenfalls. Was die da darstellen wollen. Haben 20.000 auch. Oh, die kommen aber schnell. Das ist ein relativ kurzes Fleckchen hier. Nicht so lang. Also wir können auch direkt gucken, wo der Gegner ist. Ah, das gefällt mir persönlich nicht so gut. Dann haben wir nicht so viel Zeit und müssen dann sehr, sehr schnell reagieren. Aber jetzt machen wir erstmal unsere Wallet ein bisschen hoch. Vielleicht nochmal. Weil es ist mir sonst ein bisschen zu knapp dann, wenn es darum geht, dass wir viel mehr Cash haben. Also 2000, da fühle ich mich schon ruhig. Und das ist gut, damit kann man arbeiten. Oh, da kommt schon... Oh, ich will die Giraffe natürlich, Leute. Ich will die Giraffe. So, zack. Die Pinguine müssten noch alleine klarkommen. Oh mein Gott, sie ist schnell. Alter, ist das Ding schnell. Alter, wie das in den Hals schlägt. Ich gehe kaputt. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Ungeheuer? Das brauchen wir nochmal. Unbedingt brauchen wir das nochmal. Jetzt müssen wir erstmal schießen. Da kommt nämlich böse Känguru da. Scheiße, was ist da los? Alter, die Giraffe hält voll viel aus. Was geht ab? Die Giraffe hält super viel aus. Oh nice, ich brauche nochmal eine Giraffe, Leute. Unbedingt. Scheiße, die ist richtig gut. Ah, die kostet auch 500. Das ist das Blöde. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir ein bisschen wieder Ruhe ins Spiel bringen. Das sind ziemlich viele fette Gegner, ey. Besonders die... Ah, der blöde Pinguin. Pinguin, klar auch. Aber das Känguru, ey. Mit den Boxhandschuhen. Das fuckt mich ein bisschen ab. Und wir haben nicht viel Platz hier, ey. Das heißt, die kommen sehr, sehr schnell nahe. Können gar nicht mal so schnell aufladen. Das ist ein bisschen blöd. Können aber erstmal schießen, ne? Und da hinten kommt nochmal ein fetter Elefant, Junge. Das muss das sein. Das muss doch nicht sein. Wirklich nicht. Das kann nicht sein, Leute. Das kann nicht sein. Scheiße. Da steht ein Mist mal an. Nee. Alter. Nee, das schaffen wir nicht. Also, ich würde mich wundern, wenn wir das irgendwie schaffen. Besonders, weil da nur fette Endgegner sind. Jetzt haben wir zwar den Affen geschafft. Ich muss den Titan Cat, ey. Ich muss Titan Cat nichts aktivieren. So, jetzt muss ich erstmal... Gott. Wir brauchen Gott, Leute. Scheiße. So, was brauchen wir? Was ist das denn hier? Hä? Half of the cat base and all cats are full. Nein. Dann müssen wir das hier benutzen. Lightning strike enemies 3 times stronger than the cat cannon. Oh mein Gott, versuchen wir mal. Ich hoffe, der Gott hilft uns. Wir müssen immer wieder Gott einsetzen, weil sonst haben wir gar keine Chance. Oh, 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 oh. Sind alle tot? Ich weiß es nicht. Ein paar, jedenfalls. Nicht alle, aber ein paar. Scheiße. Da haben wir uns ein bisschen so aus der Schlinge gerissen. Oh, das Geld ist fast voll. Verdammt, ich kann es gar nicht so schnell ausgeben. Das ist scheiße. So, der Elefant ist weg. Und damit haben wir freie Bahn, denke ich mal. Junge, Junge, Junge. Ich kann das Geld gar nicht so schnell ausgeben. So viel
Cash hatten wir gerade. Alter. So, Giraffen erstmal. Beziehungsweise die alte, umgewandelte Schabracke von Kuh. So. Ich weiß nicht, ob die Giraffe jetzt schöner ist, wenn die jetzt... die Kuh jetzt eine Giraffe ist, so rum, ne? So, nochmal Titan-Cat. Die Bohnenkatzen können wir mal bringen. Gucken wir mal gleich mal, was da passiert. Auch schon wieder nochmal fette Endgegner. Das kann nicht sein, Leute. Das ist mit das stärkste, heftigste Level, was wir jemals hatten, ey. Alter, und das nur dreimal so stark, wie die Kanone hier schießt. Alter, nee, der kann doch nicht was. Das kann doch nicht was stimmen, Leute. Ohne Scheiß jetzt. Oh, wir haben irgendwas Fettes getötet. Also tatsächlich nicht so viel Cash auf einmal. Wir haben es geschafft. Meine Güte, ey. Das war das schwerste Level überhaupt, ey. Richtig, boah, das war richtig heftig. Jetzt haben wir knapp 24.000 Erfahrungspunkte. Dann können wir investieren in Titan-Cat. Die Titan-Cat ist so teuer. Das ist das Problem, was ich auch ein bisschen habe. Research können wir auf jeden Fall upgraden. Das sind ja 10 plus 2. Dann haben wir noch Study. Können wir upgraden oder wir nehmen... Oh, wir können Study and Energy upgraden. So, dann war es das für heute, Freunde. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von The Battle Cats.